So, Leute, herzlich willkommen zum Grind. Wir legen los. Oh, wir haben Ace-Queen, Leute. Ace-Queen geht rein. Geht rein. Leute, wir sind all in. Wir sind all in mit Ace und Queen. Ass und Dame. All in. Kleb Ass callt mit Ass-Bube. Schade. Eieieiei. Okay, Leute, wir sind schon wieder all in im Hot 82. Wir haben eine Bubble-Phase gerade. Es müssen noch 5 Leute raus. Ist die Frage, ob wir das pushen müssen. Ich denke ja. Letztes Mal haben wir zu tight gepusht. Jetzt müssen wir es, glaube ich, pushen. Es müssen noch 5 raus für Geld. Ich denke, ich push's, Leute. Ich hoffe, dass wir hier einen Fold bekommen. Sehr gut. Sehr gut. Und die 3. Jawohl! Schönes Ding. Noch einer raus. Schon wieder, ne? Ach Gott, jetzt wird es immer schlimmer. Jetzt müssen noch 2. Jetzt muss noch einer raus. Jetzt sind wir an der direkten Bubble. Okay, an der direkten Bubble ist das auf jeden Fall ein Fold. Da bin ich sicher. Okay, das ist jetzt so oder so ein Fold. Aber ich denke, das wäre auch so ein Fold, wenn wir open, wenn wir first in wären. Einer muss noch raus. Wir sind letzter in Chips, ne? Tja, ne, wir sind noch nicht in the money. Und er raced schon wieder. Er raced schon wieder. Wir müssen nochmal folden. Wir müssen weiter folden. Wir müssen weiter folden. Wir müssen tatsächlich jetzt an der Bubble ins Geld. So. Platzt die Bubble. Das sind eigentlich nur noch 2 Tische, ne? Das sind nur noch Final 2 Tables. Hier. Final 2 Tables. Die warten alle drauf, dass ich rausfliege, ne? Tipps bei Downswing. Erstmal eine Woche Pause machen. Alivego auf jeden Fall auch in den Limits erstmal runtergehen. Also kleinere Turniere spielen und vor allen Dingen wieder Turniere spielen mit kleinerer Varianz. Also was ich machen würde, wären zum Beispiel, was ich jetzt gerade mache, ist kleinere Felder wieder spielen. Ich spiele morgens und spiele kleinere Felder. Das 44er Bountybuilder hat 400 Teilnehmer, das Hot 82 hat 100 Teilnehmer, das 22er Turbo PKO hat 500 Teilnehmer und so weiter. Das sind halt alles dann wieder kleinere Felder. Oh, oh, wir müssen beten, dass einer vor uns rausfliegt. Ass Dame soll bitte rausfliegen. Oh, das sieht gut aus. Ich will jetzt nicht anti-railen, aber das ist sehr gut. Wir sind im Geld. Juhu, in the money. Yay! Kroko Cash in den Chat. Wow. Dame, Bube geht rein jetzt. Egal was passiert, wir machen jetzt Comeback. Da, hier. Kinder müssen lernen. Lernen, lernen. Und wenn sie nicht lernen, dann gibt es Hiebe. Hiebe. Das ist ein geiler Clip. Den müssen wir auf jeden Fall drin haben. Leute, ich bin all in hier mit Queen Jack off. Let's go. Wir machen jetzt Comeback. Wir machen ein richtig geiles Comeback. Triple Dame, jawohl. Lernen, lernen, lernen. Und jetzt gibt's ein Taschentuch. Taschentuch. Oh, Bubis. Ich wollte gerade sagen, Bubis in den Chat, aber wir haben keine Bubis. Oh, Leute. Bubis in den Chat haben wir nicht. Egal. Lernen, lernen, lernen. Und die 3. Und die 3. Yes. Comeback ist da im Hot 82. Kinder müssen lernen. Lernen, lernen, lernen. Sonst gibt es Hiebe. Viel gesünder als Essen und Trinken. Kinder dürfen nicht toben, müssen stillsitzen. Boah, ich hatte so Schiss vor dir als Kind, ey. Als Kind hatte ich so die Buchse voll. Die sah so assi aus und die hat so assi geredet. Das war echt so. Vor den AT-ATs bei Star Wars hatte ich Schiss und vor Frau Malzahn. Und vor den animierten Puppenfiguren aus Sindbad der Seefahrer. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Was hat es mit kleinen Feldern spielen auf sich? Hat weniger Varianz und man lernt mehr, weil man viel öfter in die Spots kommt, die man eben lernen muss. Zum Beispiel jetzt ICM an der Bubble, Final Table, frühe Phase, späte Phase, mittlere Phase, gehst du viel schneller durch. Und kleine Felder kannst du dich mehr auf die Gegner auch einstellen, die du spielst, weil du ja öfter gegen die gleichen auch spielst. Oha, Ass 6. Spielen wir das irgendwie? Das wird jetzt schwierig. Wenn der pusht... Wenn der pusht, also wenn der pusht, callen wir auf jeden Fall. Wenn der pusht, weiß ich es nicht. Weil er pusht dann 13,5. Okay, jetzt callen wir. Leute, jetzt geht's rein. Komm, schicken diese. Wir sind doll in. Alles geht rein. Salim, Salim. Salam alaikum. Er foldet. Lernen, lernen, lernen. Oh, guck mal, da wären wir raus gewesen. Da wären wir aber sowas von raus gewesen. Hier ist auch einer raus, glaube ich. Ja, der ist auch raus. Jetzt sind nur noch 10 left. Oh, Final Table Bubble, Leute. Final Table Bubble. Final Table Bubble. Ich hole mein Handy. Oh, 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 oh. Noch eine Hand.
Oh, wir haben Ass-Bube. An der Final Table Bubble. Ass-Bube Offsuit, Leute. Schwitzen ist angesagt. Die Hand geht wohl rein. Da können wir nicht mehr viel machen. Da müssen wir jetzt einfach halten. Gegen den Zepcard. 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 Oh, es gibt 9-4 gegen König Bube. Oh, wir kriegen den Walk. Nice. Oh, er hat Straße gemacht. Ja, Final Table, Leute. Final Table ist da. Wir sind am Final Table, Leute. Hot 82. Hot 82. Final Table ist da. Ass 6, was haben wir hier? Der ist... Boah, das ist schwierig. Ich glaube, der ist shorter als wir. Müssen wir dann Ass 6 trotzdem pushen? Sau schwer. Ich glaube, nein. Ich glaube, wir werden es folden müssen. Aber auch das müssen wir markieren. Markieren, markieren, markieren. Unser Bast gewesen. Oh! Wuh, das wäre unser Bast gewesen. Gegen Ass und gegen Ass-König. Holy shit. Und der Sweat mit Pik. Er ist raus. Ladder. Ladder ist da. Der Fold hat uns Geld gemacht. Geil. $100 hat uns dieser Fold gebracht. Wir haben jetzt $320 safe. Nice. Oh Gott, jetzt sind wir Short-Stack, aber der ist auch nochmal shorter. Ich glaube, die Zweier sind auch nochmal ein Fold. Wir haben noch irgendwie zwei Hände vorher. Das sind zwei Leute, die short sind. Ich glaube, wir werden die zwei auch nochmal folden. Okay, Final Table werden wir eh durchanalysieren. Okay, wir haben einen Big Blind und Ass 9 Offsuit. Er ist short. Gleich kommt der Big Blind. Ich bin nicht sicher, Leute. Ich bin nicht sicher. Ass 9. Was min-raised er? Sieht ja auch stark aus, ne? Call und dann... Das ist auch scheiße. Ach Gott, ist das ein Kackspot. Das ist ein richtiger Kackspot. Aber ganz ehrlich... Oh, min-raised, er ist ein guter Spieler. Min-Raise mit dem Stack. Spielt er da noch Min-Raise Fold? Vielleicht spielt er noch Min-Raise Fold. Vielleicht hat er eine Min-Raise Folding Range. Oh Mann, ich find's sau schwer, Leute. Ich find's sau schwer. Sau schwer. Eigentlich sollte der auch alles pushen. Oh, er hat eine Rakete geschickt. Dann fold ich. Wenn er eine Rakete schickt, dann... Ich glaube, ich fold. Weiß aber nicht. Ship it, du geiler Hengst. Du geiler Hengst. So, ich glaube, das können wir jetzt pushen. Mit 3,84. Also, wenn er jetzt vorher keiner raised. Okay, das denke ich, müssen wir sogar pushen. Wir haben zwei Leute hinter uns, plus den Chipleader. Der könnte rausfliegen, aber ich glaube, Ass 8 ist zu stark. Das werden wir pushen. Da bin ich sehr sicher, dass das ein Push sein muss. First in. Weil der Diplomat kann ja eigentlich auch nicht so viel callen. Ich hoffe, der Sim foldet. Oh ne, der jammt. Oh Gott, bring 8. Och ne, komm, bring 8. Ah, jetzt sind wir tot, ne? Ach, schade. GG. GG. Ah, bin ich auch nicht sicher, ob man das hätte nochmal folden sollen müssen. Keine Ahnung.